tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch eins meiner beiden Shaymin vor. Shaymin ist ein legendäres Pokémon und hat als solche keine Entwicklungen, jedoch eine alternative Form, auf die ich hier jedoch erstmal nicht weiter eingehen werde. Shaymin hat einen Monopflanzentyp und somit eine Schwäche gegen Feuer, Käfer, Flug, Gift und Eis, sowie eine Resistenz gegen Pflanze, Wasser, Elektro und Boden. Shaymin hat in jedem Wert eine Basis von 100, womit man es sowohl offensiv als auch defensiv spielen kann. Dieses Shaymin hat eine stark offensive Präsenz, kommt aber auch in der Defensive nicht zu kurz. Die EV habe ich voll in Spezialangriff und Initiative verteilt. Ein stilles Wesen erhöht die Spezialverteidigung und senkt den Angriff. Als Fähigkeit bleibt innere Kraft als einzige Wahl, jedoch ist diese Fähigkeit durchaus brauchbar, da Shaymin so beim Austauschen von allen Statuseffekten geheilt wird. Zum Moveset. Da ich als Ultimate eine Offensivfeste spiele, benutze ich 4 Angriffsattacken auf meinem Shaymin. Schocksamen ist Shaymins Signature Move. Er verursacht enormen Schaden und hat eine 40%ige Chance, die Spezialverteidigung des Gegners um 2 Stufen zu senken. Erdkräfte ist eine gute Bodenattacke, um Stahl-, Gift- und Feuer-Pokémon effektiv zu treffen. Zauberschein und Luftschnitt geben Shaymin noch ein wenig mehr Coverage. Dieses Shaymin hat im Kampf mehrere Rollen. Zum einen kann es gegnerische Statusattacken abfangen, da es nach dem Auswechseln durch innere Kraft sowieso geheilt wird. Außerdem kann es dank der Offensivfeste und seiner standardmäßig guten Defensivwerte sehr gut spezielle Attacken abfangen. Passt aber dennoch auf, dass ihr es in keine effektiven Attacken reinwirft. Diese tun Shaymin auch mit 388 Spezialverteidigung noch weh. Wenn euer Gegner jetzt sieht, wie wenig Schaden Shaymin durch die Attacke bekommt, vermutet er ein eher defensives Set und wird etwas reinwerfen, um ein defensives Set zu kontern. Womöglich vermutet er auch keine innere EV und wirft etwas Langsameres in den Kampf. Nutzt das zu eurem Vorteil, sofern euer Gegner keine Vegetarier-Pokémon im Team habt, könnt ihr den Switch standardmäßig mit einem Schocksamen begrüßen, in der Hoffnung, die Spezialverteidigung des Gegners auch gleich stark zu senken. Anschließend könnt ihr Shaymin situationsabhängig entweder auswechseln oder nochmal draufhauen und den Gegner K.O. setzen. Dieses Shaymin kann man auch mit einer Reihe von Pokémon sehr gut unterstützen. Zum eigenen eignet sich ein defensiver Wischpasser, um Shaymins KP in einem gesunden Bereich zu halten. Heatran weist gegen alle Schwächen von Shaymin eine Resistenz oder Immunität auf. Und weil Shaymin gerne rein und raus wischt, solltet ihr auch einen Spinner im Team haben. Das war's von meinem Shaymin. Jetzt seid ihr wieder dran mit Auswählen.